Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play South Park, The Stick of Truth. Im letzten Part haben wir uns ja hier ein bisschen weiter umgeschaut in South Park und haben ein paar Gebäude natürlich geplündert. Was haben wir denn hier? Eine sportliche Brille, Geld, ja, das Geld will ich aber bitte mitnehmen, Dankeschön. Haben ein paar tolle Sachen auch gefunden und war ich jetzt eigentlich schon in der Bank drin? Ich bin mir da jetzt gerade gar nicht mal so sicher. Ich glaube aber nicht. So. Ah nein, hier war ich noch nicht, okay. Was haben wir denn hier? Geld. Oh, ein Tempotrank. Und Margarita Mixer Deluxe. Aus der Folge Margarita will. Tatsächlich eine der Folgen, die ich eigentlich ja weniger mag. So. Hallo. Willst du nicht mit mir auf Facebook befreundet sein? Schade. Es ist so dumm. Und diese Musik, die hier läuft. Ach, herrlich. Schütz deinen Sack. Ja, ja, ich weiß schon, wie es läuft. Herrlich. So, hier können wir nicht rein, okay. Ja, hier haben wir die ungeplanten Schwangerschaften. Wollen wir doch mal reinschauen? Wir können zwar nicht viel machen, aber wir können ja mal kurz reinschauen. Wegen den ungeplanten Schwangerschaften. Hi. Did you accidentally get someone pregnant? Oh ja, ich schwängere tagtäglich mehrere Leute. Und, das ist mein Hobby sozusagen. Ich bin, und mein Beruf, ich bin professioneller Schwängerer. Hi. Did you accidentally get someone pregnant? Ja. Jetzt trägst du ein Kind von mir, Butters. Out of my way. So, hallo du, willst du mein Freund auf Facebook sein? Auch nicht, okay. Hallo du, willst du mein Freund auf Facebook sein? Ja, du willst mein Freund auf Facebook sein, das ist schön. Ich mag es, Freunde in Facebook zu finden. Eigentlich macht es noch gar keinen großen Sinn, die Stadt zu erkunden, weil ich so vieles noch nicht machen kann. Ja, ja, wer kennt diese Fotos? Macht, denke ich, alles keinen Sinn, aber ich will es trotzdem machen. Ja, und wenn man, wer hier die ganzen Fotos kennt, ach, herrlich. Herrlich. Hey, you're pretty good looking, kid. You ever think about modeling? Herrlich. Ja, diese Automaten geben einen dauernd Geld. Das finde ich cool. Finde ich toll. So. Geld. Wunderbar. So, jetzt will ich hier hin, denn hier müsste eigentlich der, genau, der Park sein. Kirby gave me a swirly in that public bathroom over there one time. Ja, du hast halt verdient, Butters. Ja, können wir mal gucken, was kann man denn hier kaufen? Brauche ich eigentlich nichts von, nö. Can you keep a secret? Neither can I. Keiner im Facebook, Freunde? Nein, niemand? Menno. Hallo, Fillmore. Come play hide and seek with us. You're it. Okay. Das mache ich. Eigentlich könnte ich das jetzt echt in diesen Part mit einbauen. Da müsste ich mich jetzt aber echt ein bisschen beeilen. Huh. Okay, Leute, beschlossene Sache. Wir holen die... Wir suchen jetzt die Kinder. So, okay, das machen wir. Dürfte eine gute Idee sein. So... An eins... Ich hoffe mal, dass ich die jetzt noch alle weiß. What are you looking at, Pussy? Ach, lasst mich doch in Ruhe, ihr dummen Elfen. You're going down. Nein, du wirst jetzt untergehen. Suck on this. Das Schlucken solltest eher du gewohnt sein. Angriff erhöht. Bam!
Yeah, ich drücke X! Ah. Ah, herrlich. Ich finde es toll, dass er dann betäubt ist. By the hammer of British! Bam! That was the most perfect throw I've ever seen. Okay. Und tschüss. Oh, du bist auf Kontern, das habe ich gar nicht gemerkt. No, 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 no. Das habe ich gar nicht bemerkt, dass du auf Kontern bist. Da habe ich jetzt gar nicht aufgepasst. Dann müssen wir den Luschenbogen eben benutzen. Dann nehmen wir uns mal einen kleinen Machttrank. Komm, Bart, das mach ihn kaputt. Gut gemacht. Well, I'm sorry. I know Valis doesn't solve anything, but I kinda like it. So, jetzt muss ich mich aber ein bisschen beeilen, wenn ich hier das alles jetzt machen will. So, einer ist nämlich gleich hier bei den ungeplanten Schwangerschaften. Halt, nein, nicht bei den ungeplanten Schwangerschaften. Was sage ich denn? Da will ich doch gar nicht hin. Warum mache ich sowas? Da will ich doch gar nicht hin. Ich will hier weiter links. Denn einer ist in der Bank. Das ist meiner Meinung nach sogar der gemeinste. So. Ein Tipp. In diesem Bildschirm sieht man ihn ein bisschen. Wer findet ihn? Währenddessen können wir wunderbare Musik von Jennifer Lopez hören, die über Tacos singt, während sie auf der Hand von Carmen war. Taco, Taco. Gefunden? Nicht? Das ist schön. No way. How did you find me? Ich muss sagen, den habe ich zum ersten Mal durch Zufall gefunden, weil ich hier raus wollte, irgendwie hängen geblieben bin und dann hier reingelaufen bin. So. Jetzt muss ich ein bisschen schauen, immer wo die jetzt waren. War einer in der Post? Da bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher. I know you aren't supposed to give money to panhandlers, but this... Get on the ground and shut up or your brains are going on the fucking floor. You're showing the new kid around today. Yeah, already been to the... Alle kenne ich ja, alle weiß ich jetzt gerade nicht auswendig. Aber auf jeden Fall, wenn wir hier runtergehen, finden wir den nächsten. Hallihallo. Puma told me to pick that spot. Pretty good, huh? Okay. Ich muss jetzt einfach immer so ein bisschen auch schauen. Wenn ich hier so durch die Gegend laufe. Ein bisschen muss ich auch schauen, wo die sind. Da ist jetzt keiner. Da auch nicht, aber da geht es jetzt zu Starks Teich und da ist einer und zwar hier hinten. This place is dark and scary. What if you never found me? Keine Angst, dann wären irgendwelche Wölfe gekommen, hätten dich zerfleischt. Du wärst nicht einsam gewesen. Craig's so hot, like he just doesn't give a fuck. So, okay, jetzt sind wir hier bei der Schule, das ist schön. Da müssten jetzt halt eigentlich gleich, wenn ich jetzt bei den Häusern bin, müsste ich eigentlich ein paar finden. So, einfach ein bisschen die Augen offen halten. Kelly Gardner, dich habe ich schon, genau. Da ist auch keiner.
What are you looking at? Sorry, but we can't be friends until you have more friends. So, euch will ich jetzt gerade nicht bekämpfen. Ach, da kann ich nur nicht hinter, oder was? Doch, kann ich, okay. Da will ich jetzt kurz hinter. Da sind zwar, ist zwar kein Kindergartenkind, aber dafür etwas anderes, was ich kurz machen möchte. Da komme ich noch nicht durch, okay. Hier sind nämlich ein paar Obdachlose, die ich mal kurz verprügeln möchte. Ich habe die Mission schon angenommen von der Bürgermeisterin. Und jetzt möchte ich euch einfach mal hier eine Beschwörung zeigen. Ich zeige euch mal Jesus. Lock and load. Ja. Okay. Weißt du Bescheid, das war Jesus. Okay. So. Hier müsste aber, glaube ich, irgendwo noch was gewesen sein. War hier nicht noch irgendwo was? Ne, anscheinend noch nicht. Nur das hier hinten. Okay. The stick is ours. Na, Mensch. Scheiß Elfen. Prepare to eat shit. Kiss my ass. That wasn't so bad. Lasst mich doch alle in Ruhe. Ich muss doch noch ein paar Kindergartenkinder finden. So. Ja, da kann ich eigentlich gleich hier den Hammer der Stürme nehmen. War wohl nicht so ganz so gut, wie ich das gemacht habe. Okay. Ein bisschen weiter umschauen. Die Timmy-Fahne habe ich schon. So, wenn ich mich nicht irre, war hier irgendwo eins. Ich bin mir da sogar relativ sicher, dass hier eins war. Aber wo? Das. Ach du, ja genau. Ach wirklich? Ja. Ja, wir mussten seinen Frost zerstören mit einer Fellkatze. Mussten seinen Frostlikus zerstören, damit er mit uns in Facebook befreundet sein will. So, hier sind wir bei Kenny. Und hier ist anscheinend auch kein Kind. Aber hier ist wieder ein Penner. Oh. Mann, ich finde das Kind nicht. Das gibt's doch nicht. We will kill them with compassion. Oh. So. Das Jujutsu ist irgendwie nicht so, bin ich irgendwie nicht so begabt. Habe ich so das Gefühl. Bis jetzt muss ich sagen, finde ich von der Effizient her, vom Effizienten her, definitiv den Krieger besser als den Juden. Also bis jetzt finde ich den wirklich um einiges besser. Der Jude hat mich bis jetzt noch nicht wirklich überzeugt. Oh, ich habe eine Nachricht bekommen.
Hat nicht bemerkt? Na, sowas aber auch. Noch ein Obdachloser umgesiedelt. Schön. Noch ein Bündel. Ein beschissenes Abzeichen. Ich finde diese Namen hier so geil. Ja, wenn ich schon hier bin, weiß, dann kann ich das, denke ich, auch mal auch gleich machen. Ach, das kann ich ja noch gar nicht machen, stimmt? Die Quest habe ich ja noch gar nicht angenommen. Ja, dann kann ich die hier wenigstens kurz ausrauben. Oh, hey, you're the new kid. My sister, the princess, texted me about you. She thinks you're cute. So. Hallo, Kennys Mutter. If you see Kenny, tell him to pick up some dinner on his way home. Not them fancy toaster strudels, though. Just regular Pop-Tarts. Ich werde es ihm sagen, wenn ich ihn finde. So, sind wir hier mal in seinem Zimmer. Und hier könnt ihr wieder in die, Kommentare schreiben, was ihr erkennt. Ich erkenne hier den Kuhn, sage ich schon. Mysterion. Ja, links oben Pregnant No More, wo er verhindern wollte, dass Candy eine Schwester bekommt. Und das war's. Ach, da El Pollo Loco sehe ich da noch. Die Wrestler-Maske von ihm. Und mehr erkenne ich tatsächlich nicht. Nein, ich erkenne hier tatsächlich gerade nicht mehr. Schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr noch was erkannt habt. Da habe ich jetzt wahrscheinlich relativ wenig erkannt. So, aber ich habe immer noch viel zu wenig Kindergartenkinder gefunden. Aber wo waren die dann? Lasst mich mal in Ruhe, Elfen. Jetzt muss ich halt ernsthaft überlegen, wo jetzt diese scheiß Kindergartenkinder waren. Ich habe jetzt eigentlich gemeint, das race ich hier mal kurz ab, aber... Weil ich dachte, dass ich die noch ein bisschen im Kopf habe. Aber dem scheint wohl nicht so zu sein. Ah, da ist er! Billy tried to steal my hidey spot, but I made him go away. Okay. Dann fehlt mir nur noch ein Kind, denn wo das letzte Kind ist, weiß ich. Okay, das ist die Garage von Mr. Sklave. Das kommt mir ganz gelegen. Das bedeutet nämlich, dass das sein Haus ist und dann kann ich ihm gleich mal sein Paket bringen. Thanks, kid. My night is looking a whole lot better now. Here, if you ever need my help, use this. I can't help with any tough fights, though. I don't want to get a fissure. Come back and find me if you want to call me again. But give it a day. I go to a lot of parties. Ja, und jetzt haben wir die nächste Beschwörung erhalten. Wir können jetzt Mr. Sklave rufen. Ja, und das ist eben zu dem Zeitpunkt, sage ich jetzt mal, das Spiel. Spielt zu dem Zeitpunkt, wo Mr. Sklave schon mit Big Gay L verheiratet ist. Aber wobei, man kann nicht sagen, ob sie da schon verheiratet sind oder nur oder noch nur ein Pärchen sind. Kann man eigentlich gar nicht sagen. Oh, ich habe schon genügend Heiltränke. Na, sowas aber auch. So, I don't see anything. Look closer. Ja, ja, Terence und Philip. Ich sehe gar nichts, Terence. Schau genauer hin, Philip. Und dann furzt sie ihm ins Gesicht. Okay, ja, und so. Ne? Weißt du Bescheid? Und so. Alles klar. Okay, so, wenn wir jetzt hier entlang gehen. Und dann hier hoch, da kommen wir zum nächsten
Kindergartenkind, das eigentlich hier hinten versteckt sein müsste. Jawohl. Oh, you founded me. Sehr schön. Und jetzt gibt es nur noch eins, das versteckt ist. Aber vorher können wir noch hier rein. Denn dort ist schon wieder der nächste Obdachlose, den wir verprügeln müssen. Das wird jetzt ein etwas längerer Part, denn ich möchte jetzt eigentlich schon noch hier die Kindergartenkindersuche beenden. Oh, Hamburgers. Ja! Manchmal so wenig Schaden und... aber es betäubt. Ein Betäuben ist gut. Betäuben ist auf jeden Fall sehr gut. Schön. Der ist betäubt, den brauche ich gerade nicht angreifen. So, jetzt kann ich dich aber vernichten. Schön. Oh boy, we won. Okay. Alle Obdachlosen kann ich noch nicht umsiedeln. Soweit bin ich noch nicht im Spiel. Aber wir haben auf jeden Fall schon mal den nächsten. So, und jetzt muss ich halt echt überlegen, wo ist das letzte Kindergartenkind? Ich vermute jetzt einfach mal, dass es da ist, wo ich selbst einfach noch nicht war. Was ja eigentlich am logischsten wäre. So, hier will ich jetzt noch gar nicht rein. Das würde mich jetzt nur unnötig Zeit kosten. So, ja, hier ist Twist. Hey, over here. Don't worry, I'm not here to hurt you. It's me, Al Gore. You know, Al Gore, I'm super important. All right, look, I've detected some very strange activity in this area. I believe we are dealing with Man-Bear Pack. Yes, the Man-Bear Pack. I know you're scared, but I need help. Take these and place them in the location specified on the Man-Bear map. Pig. And now I'm going to make you my friend on Facebook. This is very prestigious. You have my email now, but don't give it out to anybody. I'm super serial. Hurry! We must know if Man-Bear Pig is here or not. Alles klar. This elf is gonna fuck you up. Really great. You bet you guys. Wisst ihr Bescheid, ja. Schweinebärmann, ja. Okay, gehen wir mal hier einfach schnell weiter. Zu dir will ich jetzt gerade noch nicht. Who the fuck are you? Absolut herrlich. Die South Park Mall ist währenddessen geschlossen. Oh man, I'm never getting beat up right over here. Herrlich. Leute, absolut herrlich. Hier kann man nirgendwo was machen. Mizi. Da kann ich noch nichts machen. Das ist das letzte Kind. Somit müssten wir jetzt alle haben. Also kämen wir doch kurz zum Park zurück. So. Dann haben wir jetzt alle Kindergartenkinder gefangen, wollte ich jetzt schon sagen, aber ja, gefunden, sagen wir es mal so. Eine Schnellreiseflagge fehlt uns nur noch. Eine einzige und ich glaube, ich weiß auch, wo sie ist. Hallo, gehst du bitte weiter? Danke. Ich glaube, ich weiß auch, wo die letzte Schnellreiseflagge ist. You found all of us. You win. Oh yeah. Doppelte Aufwertung. Oh yeah, jetzt haben wir hier eine doppelte Aufwertung. Wow, haben wir jetzt viele von euren Freunden. Ja, ist gut. Al Gore schreibt, hallo mein junger Freund, hier spricht Al Gore, das bin ich in dem großen Profilbild, ich rede gerade mit dir. Ja, Fähigkeiten, wir haben jetzt natürlich eine Aufwertung bekommen. Je mehr Schaden du erleidest, desto stärker werden deine Juden hierzu, genau.
Je mehr Schaden du erleidest, desto stärker werden deine Units, okay. Wird nächster Treffer ja, nimm mal das wieder, komm. Zack. Und jetzt haben wir hier noch einen Vorteil. Und, ich möchte da nehmen... Was haben wir denn hier? Zweiter Wind, nee. MP erhöhen sich, Angriffe und Nahkampfwaffen fügen zusätzlichen Schaden zu. Das klingt gut. Bewirkst mehr Schaden bei betäubten Zielen. Das nehmen wir. Oh, ich habe gerade gesehen, ich kann noch eins. Ich habe anscheinend so viele Freunde bekommen, dass ich eine doppelte Aufwertung hier bekommen habe. Okay. Nehmen wir hier den Extraschlag, dass der erste Angriff im Kampf zusätzlichen Schaden zufügt. So, ich würde mal sagen, dann machen wir im nächsten Part mal weiter und schauen uns mal wieder ein bisschen in South Park um. Wir haben jetzt noch viele, viele Missionen, die wir noch erledigen müssen, bevor ich in der Hauptstory mal weitermachen möchte. Und ein paar Freunde müssen wir auch noch finden, damit wir das nächste Upgrade sozusagen schon bekommen. Also gut, Leute, das war dann mein Let's Play South Park, The Stick of Truth, für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.